Schönen guten Nachmittag. Ja, genau. Mobile Travel Apps von der Inspiration zur Destination. Ich habe leider nur Herren mitgebracht, haben wir gerade festgestellt. Obwohl ja die Tourismusbranche eigentlich auch sehr feminin belastet ist. Jetzt dachte ich gerade, ich kriege schon ein Schild gezeigt, aber es ist nur ein Tablet. Alles klar. Also ich habe einmal mitgebracht den Martin Abelt von App Annie. Der ist Territory Director hier in Zentraleuropa, Russland und CIS, also irgendwie ein Riesengebiet. Ja. Er stellt gleich noch vor, was App Annie macht in dem Umfeld. Dann haben wir dabei den Thorsten Reitz von der TUI. Der ist Head of Product Development und Operations bei TUI hier in Deutschland. Wir haben dabei den Martin Wiedenker, Social Media Manager bei Thomas Cook, Neckermann, auch hier in Deutschland. Und last but not least den Massimo Casaroli. Er ist Consultant, interner Consultant bei der DB Systel. Das heißt, er gehört zum Konzern der Deutschen Bahn. Wir werden jetzt ganz schnell mal so in alle vier haben so drei Minuten vorbereitet, was es denn zu dem Thema Mobile und Travel zu sagen gibt, aus ihrer jeweiligen Perspektive. Und dann werden wir noch mal so eine halbe Stunde Panel anführen. Wenn man sich das heute mal so anguckt, auch wenn man hier über die E-Travel World geht, dann stellt man relativ schnell fest, dass auch die Reisebranche natürlich genau davon irgendwo beeinflusst ist, dass das Smartphone mittlerweile so das Zentrum von allem ist. Es ist aus der Sicht der Experten eigentlich der Hub in der digitalen Transformation. Das heißt, egal was Sie machen, Sie landen immer wieder auf diesem kleinen persönlichen Begleiter. Und das ist genau das Thema heute, dass Sie VR-Brillen oder Wearables oder Chatbots oder Connected Screens in Autos oder auch in Zügen eben immer wieder konnektieren mit den Mobile Devices dieser Art, ob es jetzt Phablets sind oder Tablets oder eben Smartphones. Und deswegen haben wir uns überlegt als Thema von der Travel-App zur Destination, wie ist eigentlich die Customer Journey, wenn ich heute eine Reise buche, plane, durchführe, wiederkomme und so weiter. Das ist das Thema in der nächsten Dreiviertelstunde. Ja. Du darfst schon, ja? App Annie, ich habe jetzt gar nicht viel erzählt, was ihr macht. Ich glaube, das kannst du viel besser, ne? Genau. Bitte schön, Martin. Hier, okay, genau, den brauchst du. Ja, super. Also, hallo zusammen, mein Name ist Martin Abelt von App Annie. Ich würde ganz kurz mal vorstellen, was wir machen, für die, die uns noch nicht kennen. Wir sind eine App-Intelligence-Plattform für Marktdaten. Das heißt, wir helfen global allen möglichen Unternehmen, Kontext zu schaffen. Die meisten kennen ihre eigenen Daten, kennen aber keine Marktdaten, wissen also nicht, wie sie sich selbst in Kontext setzen können, wo sie stärker werden können, wo sie Schwächen haben, wie sie sich Ziele setzen müssen in der App-Economy. Das heißt, wir helfen ultimativ diesen ganzen Firmen aus verschiedenen Branchen und haben natürlich auch Travel, entsprechend in der App-Economy besser zu performen, ein besseres Businessmodell zu bauen, unterstützen diese auch weltweit über 15 Büros. Und hier sind ein paar Kunden ausgewählt, mit denen wir halt zusammenarbeiten. Wir schauen uns das natürlich sehr genau an und vermitteln auch in verschiedenen Reports, wie die App-Economy weiter wachsen wird. Wir sehen hier verschiedene Themen, wie zum Beispiel Mobile Devices von 3,5 auf 6 Milliarden Devices. Also man sieht hier ganz klar, findet ein automatisches Wachstum statt in der App-Economy. Es gibt also logischerweise auch mehr Downloads. Wir haben auch in unserem jetzigen Marktreport schon gezeigt, dass es von letzten auf dieses Jahr wieder ein starkes Wachstum gab im Bereich Downloads, im Bereich Umsätze im App Store, im Bereich Time Spent. Das ist ein sehr, sehr wichtiges KPI, weil je mehr man im Prinzip Zeit in Apps verbringt, umso mehr passiert auch in der App-Economy, wie zum Beispiel im Bereich Travel. Wenn ich mehr Zeit in Travel-Apps verbringe, habe ich natürlich auch mehr Interaktionen, buche eventuell mehr Reisemöglichkeiten etc. Ne? Und das können wir hier anhand dieser Zahlen sehr, sehr leicht feststellen. Wenn ich mir das jetzt im Bereich in der Travel Category in den App Stores nochmal genau anschaue, dann sehe ich natürlich hier auch ein Wachstum im Bereich der Downloads. Das ist ein sehr gesundes Wachstum. Also es passiert einfach sehr, sehr viel. Es kommen natürlich auch neue Produkte auf den Markt im Bereich Travel, die den Konsumenten helfen sollen, neue Services entsprechend zu adaptieren. Daher ein automatisches Wachstum. Wenn wir auf das Thema Travel-Apps in verschiedenen Ländern schauen und gucken, wie viel da runtergeladen wurde und wo es ein starkes Wachstum gibt, haben wir hier mal vier europäische Märkte aufgezeigt und vielleicht geht es so ein bisschen auch in der Reihenfolge dessen, wo vielleicht die Leute mehr hinreisen oder wo sie mehr reisen, aber man sieht auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Wachstum über alle europäischen Märkte.
Das ist ein ganz wichtiges Slide, weil ich darüber werden wir auch sehr viel reden. Also die Travel Industry hat ja schon sehr viele, sag ich mal, Disruptions erlebt. Ja, ich sag mal grundsätzlich früher das Reisebüro, dann irgendwann Internet, dann irgendwann immer verschiedene Offerings im Internet, wo ich dann immer schneller alle möglichen Sachen buchen kann, also viel mehr Content. Und dann schließlich Mobile Apps bzw. Mobile in generell, worüber ich auch immer mehr buche. Ich kann ganz andere Businessmodelle auf Mobile aufziehen, wenn ich sage, ich will ultimativ von A nach B kommen. Was ist da der beste Weg oder welches Tool, welcher Service hilft mir da am besten? Das heißt, mit Mobile verändern sich auch komplett, sage ich mal, die Art und Weise, wie ich so eine Dienstleistung anbieten kann, zu Location-Based, Data etc. Ich kann so viel mehr customizen, ich kann viel näher am Konsumenten sein, viel besser die entsprechenden Bedürfnisse abbilden. Und das sieht man hier anhand auch dieses, sage ich mal, Ökosystems an verschiedenen Apps, die, sage ich mal, Booking, Navigation, Discovery, Communication abdecken und die auch teilweise immer mehr zusammenwachsen. Das heißt, da gibt es dann auch übergreifende Offerten, die entsprechend versuchen, alles, sage ich mal, mehr als One-Stop-Shop abzubilden. Dankeschön. Thorsten. Okay, dann. Ja? Dann mache ich gleich mal fließender weiter. Übergang, genau. Ja, mache ich gleich mal weiter. Hallo, mein Name ist Thorsten Reitz. Ich verantworte hier in Berlin bei der TUI den Bereich Product Development und DJ. Okay, ein bisschen näher noch ran. Mein Name ist Thorsten Reitz. Ich verantworte hier in Berlin bei der TUI Deutschland den Bereich Product Development und Operations. Wir beschäftigen uns mit Softwareentwicklung. Wir entwickeln Portale, Plattformen und Apps für den Veranstalter der TUI. Wir haben zum einen bei uns das komplette Angebot über Desktop, über Tablet, über Smartphone, über Apps zum Suchen und Buchen unserer Reisen. Unsere aktuelle Plattform ist responsive umgesetzt und wir haben dann darüber hinaus entlang der Customer Journey noch die Meine TUI-App, Entschuldigung, die Meine TUI-App begleitet dann den gebuchten Kunden im Rahmen des Flugs bei Hotel-Check-In und auch in der Vorbereitung dann, wie viele Tage geht es noch bis zum Urlaub. Wenn ich mir das ganze Umfeld Mobile-Apps und Mobile angucke, dann sehe ich zwei große Herausforderungen, die wir dort haben. Einmal aus der Sicht des Reiseverkaufs. Der Mobile-Traffic steigt. Für Apps wird es aber immer schwieriger, die entsprechende Relevanz beim Kunden auch tatsächlich zu erhalten. Apps müssen installiert werden. Ich denke, da müssen wir auf alle Fälle im Mobile-Bereich immer wieder in Browser-Alternativen denken, um dem Kunden das zu ermöglichen. Und auf der zweiten Seite haben wir den TUI Digital Assistant, der einen echten USP für den Kunden bietet, den er dann die ganze Zeit auch während der Reise noch weiter behält. Aber dort auch, Apps werden sehr schnell wieder deinstalliert, wenn sie nicht den täglichen Nutzen haben. Und wir müssen irgendwo gucken, wie wir die Nutzungsfrequenz für Kunden der TUI dann auch entsprechend erhöhen, dass wir jederzeit immer wieder im Relevant Set für den Kunden sind. Ja, prima, sorry, jetzt hätte ich verstanden, Beinchen gestellt. Direkt weiter mit Thomas Cook, genau. Ja, guten Tag, Martin Wiedenker, Head of Social Media von Thomas Cook. Ich habe drei inspirative Folien mitgebracht, weil bei uns habe ich so ein bisschen die inspirative Brille auf. Und hier geht es jetzt nicht darum zu zeigen, was wir alles Tolles anbieten, sondern jeder, der ein Smartphone hat, der weiß ganz genau, dass man das immer bei sich hat. Und der Radius ist meistens immer unter einem Meter. Also ich habe es jetzt auch gerade hier in der Hosentasche und niemand legt das wirklich weg. Das heißt, das Smartphone, das Mobiltelefon ist immer am Mann und man nutzt es quasi tagtäglich für alles und natürlich eben auch gerade für die Reiseinspiration, genauso für die Planung und für die Buchung. Wie stellen wir uns so ein bisschen die Inspiration vor? Jetzt wissen wir alle, wir sind auf Instagram, wir gehen auf Facebook, wir gehen ins Web, wir browsen, wir suchen über das Smartphone nach Inhalten. In der Zukunft wird es verstärkt auch so sein, dass wir vielleicht einen Amazon Alexa zu Hause stehen haben, der einfach mithört, wenn wir über Reisen sprechen. Und das wird dann natürlich dann auch wieder mit dem Smartphone gekoppelt und dementsprechend werden auch wieder Inhalte ausgespielt werden. Also all das wird natürlich auf uns zukommen. Bei der Planung, was wir jetzt schon anbieten, sind natürlich Sachen wie Virtual Reality oder Augmented Reality. All das sehen Sie hier auch auf der Messe. Das ist nichts Neues mehr heutzutage. Das bieten wir auch an, das können Sie nutzen. Sie können genauso auf unsere Webseite gehen, cook.de. Da gibt es schon verschiedene 360-Grad-Videos, wo Sie natürlich auch im Vorfeld schon sich die Hotels anschauen können. All das gibt es schon, das ist nichts Neues. Aber das wird noch mehr und mehr natürlich kommen.
Und wenn wir jetzt Richtung Buchung schauen, auch da wird es so sein, dass Sie später nicht mehr groß vielleicht suchen müssen, sondern durch Ihr Nutzerverhalten mit Amazon Alexa und die ganzen Dienste, die Sie natürlich nutzen, hinterlassen Sie Spuren. Und zum Schluss wird es dann vielleicht wirklich so sein, dass genau ein Angebot ausgespielt wird und dass Sie dann auch buchen, weil es genau für Sie relevant ist. Und das sind so Sachen, an denen wir eben auch intern arbeiten, wo wir die Vision haben, dass es in diese Richtung gehen wird. Und hier sehen Sie so ein Beispiel von unserem Casa Cook, von dem Boutique-Hotel. Wenn es ausgewählt wird, dann kommen natürlich die Reiseunterlagen auch direkt in unserer Travel Guide App zum Beispiel an, die wir auch anbieten. Nichtsdestotrotz verlassen wir uns nicht nur auf die eigene App, sondern haben natürlich die ganzen sozialen Netzwerke, wo wir unsere Inhalte ausspielen, weil wir wissen, da bewegt sich der Kunde, da bewegt sich der Nutzer und das ist einfach relevant. Prima, vielen Dank. Massimo. So, herzlich willkommen nochmal von mir. Ich bin von der Bahn und Sie kennen vielleicht die Massimo. Sie kennen vielleicht die ein oder andere Bahn-App, die sind wenig inspirativ. Und wir haben tatsächlich UX für uns gefunden, strategische UX, und haben uns überlegt, okay, wo wollen wir denn eigentlich spielen? Also wollen wir Exzellenz von A nach B machen, das, was wir heute machen, von Bahnhof zu Bahnhof, das kennen Sie ganz gut, DB Navigator kann das auch toll. Wollen wir die letzte Meile vielleicht intermodal noch mit dazu nehmen? Da sind wir heute nicht so gut drin. Oder wollen wir tatsächlich die multimodale Mobilitätsplattform sein? Wir haben für uns entdeckt, okay, so wie wir das bis jetzt machen, läuft das noch nicht so gut. Wir wollen eigentlich der Lebensbegleiter sein und das ist auch das, was inspiriert, was Menschen natürlich auch dazu bringt, zu reisen, unsere Produkte zu nutzen und auch die von den Kollegen, die hier sitzen. Wir haben natürlich viele Kanäle, das ist der große Vorteil bei der Bahn, also selbst so ein Gleisanzeiger ist ja irgendwo auch ein Touchpoint, über den wir kommunizieren, aber die Customer Journey, die sagt auch ganz deutlich, Mobile hat die allerhöchste Relevanz und wie er schon sagte, wir haben das Smartphone immer in der Tasche und können eben auch der Lebensbegleiter sein, wenn wir das Gerät in der Tasche haben. Wir haben dann einen UX-Setzkasten gebaut. Das ist unser Wertesystem, der im Grunde alle Facetten der Lebensbegleitung mitnimmt. Einfach los, der Einstieg, ich gehe ja mal schnell durch. Die Reisebegleitung natürlich, einfach informiert. Wir haben den Mobilitätsmix, das ist die Multimodalität letztlich. Einfach mittendrin, wir wollen Services anbieten. Alle Services sind willkommen, vielleicht auch da eine Plattform anbieten. Das Ticketing muss viel einfacher werden, nahtlos in allen verbündeten Regionen und auch gerne im Ausland. Und wir wollen natürlich eine Identität schaffen für unsere Nutzer und für die Mobile App. Und da geht es natürlich um viel, viel mehr als heute. Also Sie können ja heute mit Ihrem Account noch nicht mal ein Fahrrad von der Bahn sich ausleihen. Das ist alles viel zu kompliziert. Und hier nochmal ganz kurz, das ist Teil einfach mittendrin von unseren Services. Das ist die vierte Folie, ich gebe es zu. Das soll einfach unser Programm zur Inspiration sein. Das sind nur Beispiele, aber in die Richtung geht's bei der Bahn. Ja, prima. Mikro kannst du behalten. Mir gibst du den Stick hier. Was kann ich? Genau, dann sehen Sie zumindest nochmal, mit wem Sie es hier zu tun haben. Sie geben mir jederzeit ein Zeichen, wenn Sie uns nicht verstehen, ja, weil ich kann die Kollegen nicht hören. Irgendwie ist das, oder? Wenn ihr reinspricht, hört man sich schlecht, ne? Aber solange Sie ruhig sind, habe ich ein gutes Gefühl. Ja? Das Zweite ist, ich würde das super gerne interaktiv machen. Also wir unterhalten uns jetzt hier, solange wie wir Zeit haben. Aber wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich einbringen wollen, einfach die Hand heben. Wir haben genug Mikros hier. Ne? Würde mich freuen. Gut, steigen wir ein. Auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, aber ich gehöre noch zu der Generation, die damals irgendwie in so ein Reisebüro reingegangen ist und dann mit so 10 Katalogen nach Hause gegangen ist, sich so richtig gefreut hat und dann angefangen hat zu blättern. Natürlich auch über die verschiedenen Reiseanbieter hinweg. Das hat sich jetzt geändert, habe ich gerade gesehen. Entweder mache ich das alles online oder mobile oder ich gehe ins Reisebüro und da ist mobile ja eigentlich prädestiniert für, die Brücke zu schlagen zwischen sag mal, mobil und dem stationären Handel und setzen wir dann zum Beispiel eine VR-Brille auf und ich habe jetzt gelesen, dass ihr bei Thomas Cook, ich sage jetzt Thomas Cook als Konzern, ja, mit den ganzen Marken, mittlerweile glaube ich schon 1000 Reisebüros oder so ausgestattet habt mit VR-Brillen. Vielleicht kannst du was dazu erzählen. Und das Zweite ist, dass ihr eigene Mitarbeiter, wenn die dann irgendwo an irgendwelchen Destinationen waren, aufgefordert habt, diese 360-Grad-Videos zu drehen, die man dann da sieht. Kannst du diesen Case mal so ein bisschen beschreiben? Ja, das
Ja, das ist genau richtig. Wir haben 800 Reisebüros mit den Brillen ausgestattet. Man muss natürlich sagen, dass die Reisebüromitarbeiter vorrangig Reisen verkaufen und jetzt nicht so die Zeit für inspirative Gimmicks haben. Nichtsdestotrotz, an so einem verkaufsoffenen Sonntag kann man das super gut einsetzen. Und wir haben mittlerweile knapp 100 Filme darauf schon eingespielt. Und wie du es gesagt hast, das ist richtig, unsere Mitarbeiter, die auf Dienstreisen gehen, in Urlaub gehen, die haben die Möglichkeit, sich eine 360-Grad-Kamera auszuleihen, Filme zu machen, und die werden dann quasi geschnitten und dann auf die, in die App eingespielt. Das heißt, es ist jetzt kein hochprofessioneller Content. Nichtsdestotrotz ist es einfach inspirativer Content, wo man sehr schnell sehr viel da quasi generiert und dann auch einspielen kann. Also wir haben verschiedene Ansätze, wo wir einfach den Mitarbeitern eine GoPro in die Hand geben, eine 360-Grad-Kamera in die Hand geben, und dann können die einfach mal loslegen, Spaß an der Technik haben und dann eben Content produzieren, den wir dann letztendlich wieder bei uns einspielen und dann auch wieder den Reisebüros damit zur Verfügung stellen können. Und dieser Konflikt in Anführungszeichen, was ihr auf der cook.de anbietet und was das Reisebüro anbietet, kann man da ein bisschen was zu sagen? Ja, das also, ist... Also zeigt ihr da genauso tolle Sachen? Ist ein guter Punkt. Also ich bin ja schon seit gestern hier. Wir hatten gestern den Auftakt unserer Roadshow gehabt, wo wir mit Reisebüros sprechen, wo wir denen auch diese Themen näher bringen, Omnichannel, Social Media. Und man muss ja schon sagen, dass die meisten der Kunden, die im Reisebüro bei uns buchen, waren ja davor auch online unterwegs. Also der Kunde ist ja sozusagen nicht ganz loyal. Der besucht ja überall und bucht dann da. Oder er kann auch genauso ins Reisebüro gehen und dann online buchen. Das wissen wir ja auch. Deswegen sagen wir nicht, es ist alles ganz, ganz stark getrennt, sondern wir gehen einen sehr starken Omnichannel-Ansatz, wo wir das vernetzen. Und was wollte ich gerade sagen? Nur der Konflikt als der Konzern. Konflikt, ich wollte gerade sagen, die Seite cook.de zum Beispiel, wenn man da drauf geht, gibt es keine Buchungsmöglichkeit. Das ist eine reine Inspirationsseite. Und da achten wir schon drauf, dass es da keine Buchungsoption gibt, sonst würden die Reisebüros zum Teil da nicht mitmachen. Also das heißt, wenn man als Privatperson drauf geht, als Reisebüro drauf geht, kann man da nicht buchen. Gibt man davor aber Thomas noch ein, Thomas Cook, dann kann man natürlich dann schon buchen. Also das trifft ja wahrscheinlich dann für TUI genauso zu. Eure zentrale App ist doch im Grunde genommen ein Reisebüro, ne? Das hat doch alle Funktionalitäten, oder? Also bei uns kann sowohl gebucht wie auch gibt es inspirative Elemente drauf, ja. Und, das trifft für uns auch und zu. Auch nach der Reise noch Feedback geben und so weiter, ne? Komplette Programm. Genau, die komplette Customer Journey. Wir begleiten den Kunden vom ersten Punkt, wo er mit uns Kontakt aufnehmen will, bis zum Schluss durch, bis er die Reise abgeschlossen hat. Er kann sein Feedback abgeben und dann treten wir eigentlich schon wieder in den Kreislauf tatsächlich wieder rein und gehen in den Pre-Sales. Kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was eine heutige State-of-Art Reisekonzern-App an Software, UX-Anforderungen und so weiter. Also mit welchen Themen beschäftigst du dich eigentlich so in deinem Team und deinem Chatbot-Integration? Keine Ahnung, du kannst jetzt mal einmal ausholen, in 30 Sekunden. In 30 Sekunden mit allem beschäftigen wir uns. Also wenn ich jetzt erstmal auf Softwareentwicklung gucke, dann schaue ich natürlich sehr stark auf Technologien. Also was kann ich einsetzen und so entwickeln, dass ich es auf möglichst vielen Plattformen und in möglichst vielen Apps tatsächlich zur Verfügung stellen kann. Da sehe ich tatsächlich auch so einen Punkt, der uns immer wieder Schwierigkeiten macht. Apps sind aus meiner Sicht nicht ganz so flexibel, weil sie hinterher noch mal längere Überprüfungszyklen und sowas brauchen. Also da gehen wir dann bei Apple durch den Apple Store, bei Google geht es ein bisschen schneller, aber da braucht man schon etwas und da verliert man an bestimmten Stellen die Flexibilität. Wenn ich auf Softwareentwicklung oder App-Entwicklung gucke, dann versuche ich sehr früh das User-Feedback mit einzuziehen. Das heißt, ich versuche über AB-Tests oder ähnliche Verfahren sehr schnell eine Rückmeldung vom Kunden zu bekommen, ob er das akzeptiert, ob er die Funktionalität nutzt, und da hört dann für mich die App-Welt tatsächlich auf. Deshalb sehe ich das an bestimmten Stellen auch etwas schwieriger. Das heißt, ich brauche eine Alternative, um diese Funktionalitäten tatsächlich auszuprobieren vorher. Und das ist so das, womit ich mich eigentlich am meisten beschäftige. Dann in der gesamten Reisewelt haben wir ja unheimlich viele Leistungsträger, also ganz viele Anbieter, die irgendwelche Services uns zur Verfügung stellen, um eine Reise quasi für den Kunden entweder ein Paket oder eine Einzelleistung dann buchen zu können. Und auch dort gibt es sehr viele verschiedene Datenformate, Schnittstellen, unterschiedliche Wege, wie man miteinander kommuniziert. Und das muss eigentlich so zusammengebracht werden, dass der Kunde gar nicht merkt, dass er mit unterschiedlichen
Akteuren irgendwie unterwegs ist. Und das ist dann so die nächste große Schwierigkeit. Welche Technologien können eingesetzt werden? Wo gibt es standardisierte Daten? Wo gibt es keine? Und das treibt uns eigentlich voran. Und dann gucken wir immer wieder, was ist so das nächste Thema, was gerade so ein bisschen um die Ecke kommt. Manchmal setzen wir auf einzelne Themen, bei manchen warten wir dann tatsächlich auch. Sprechen wir da gleich nochmal drüber, vielleicht nochmal ganz kurz für die Allgemeinheit, die jetzt nicht so tief drin im digitalen Markt sind. Also wenn wir uns mal den gesamten Digitalkuchen vorstellen, 100%, alles was an Usage in digital ist, dann ist Mobile mittlerweile so 60-70%. Ja? Das heißt, die Zugriffe über mobile Endgeräte ins Internet sind ungefähr 60-70%. Innerhalb dieser 60-70% finden 80% auf diesen mobilen Endgeräten innerhalb von Apps statt. Ja? Also 20% ist Mobile Web und 80% ist App. Aber die Apps haben ja wiederum in den Apps auch Browser-Funktionalitäten. Also man kann jetzt nicht sagen, dass alles, was in Apps ist, ist irgendwie geschlossen, sondern in der Regel greift man ja in der Lufthansa-App dann auch auf HTML5 und so weiter zu. Ganz spannend, weil du das gerade ansprachst, deswegen will ich da nochmal drauf eingehen. Wie geht ihr mit App versus Mobile Web um? Also wie wichtig ist für euch auch die mobil optimierte, exzellente Mobile Webseite? Also die Seite ist für uns sehr wichtig und steht auch immer wieder im Fokus unserer Entwicklung. Und deshalb treiben wir das eigentlich eher voran. Wir müssen nur gucken, in bestimmten Stores kommt man nicht mit so vielen Web-Elementen quasi rein. Ne? Da muss eine native Funktionalität auf dem Gerät vorhanden sein, damit das überhaupt durch die Qualitätssicherung geht. Also auch dort ist Apple wieder etwas stärker in der Kontrolle und deshalb kann nicht alles gemacht werden. Und das ist dann die Abwägung zwischen Funktionalitäten, die Standard für uns eigentlich sind. Ich denke, so ein Buchungsabschluss an bestimmten Stellen und Themen, die wirklich gerätespezifisch sind, die wir dann hervorheben wollen, wo wir auch die User Experience für das einzelne Gerät tatsächlich hervorheben wollen und dort mehr Komfort bieten. Und in dem Punkt haben wir auch den App Store die letzten Jahre erlebt. Die Leute packen eine reiche Experience in der Regel in native Apps rein. Das ist ja so der Grundtenor des Erfolgs des App-Ökosystems, dass ich eben über einen Klick auf die gesamte Smartphone-Funktionalität zugreifen kann. Und das sprach und spricht ja heute auch noch für das Thema Apps. Kannst du uns mal so ein bisschen Gefühl geben, auch für Zahlen, App-Ökosystem? Ich weiß nicht, ob du deutsche Zahlen hast und so weiter, ob du Tourismuszahlen spezifisch hast, aber zumindest mal, worauf muss man achten? Auch App Store Optimization spielt eine große Rolle. Also gib uns mal ein Gefühl für, wenn ich so eine App gebaut habe, was heißt das eigentlich? Ja, da waren jetzt super viele. Auch wieder wie so ein Rockstar, ganz nah. Genau, da waren jetzt super viele Themen dabei. Also vielleicht den Punkt aufzugreifen. Zunächst mal wir sehen ja von den globalen Zahlen her, dass einfach die Akzeptanz beim Konsumenten sehr, sehr hoch ist, eben auf mobilen Apps sich zu bewegen. Du hast ein paar Zahlen genannt, 80% in Mobile ist innerhalb von Apps. Jetzt muss man natürlich gucken, okay, was für Apps sind das denn? Ist es Messenger-App, ist es Taxi-App etc.? Also die Art der App, sag ich mal, bestimmt natürlich auch den Gebrauch. Ist es permanent, ist es occasional? Ich denke mal, Travel ist eher occasional, wenn ich reisen will. Verbindet sich aber auch sehr schnell mit anderen Apps, die viel öfter genutzt werden, wie zum Beispiel jetzt Google Maps. Das heißt, das, was ich vorhin erklärt habe, Ökosysteme verbinden, also einzelne Ökosysteme verbinden sich von einem Cluster zum nächsten, versuchen also auch Bedürfnisse hier wie A to B abzubilden und dann noch irgendwie Reise mit anzubieten. Da gibt es also viele, sage ich mal, Unternehmen, die halt versuchen, da wieder disruptiv zu agieren. Da waren auch ein paar spannende Dinge dabei, wie zum Beispiel, was sind jetzt so meine technischen Gegebenheiten im Hintergrund, im Backend zum Beispiel, ne? Wie stehe ich aktuell mit Web da? Ja? Wie wichtig ist eine native App? Native App ist immer besser, nicht nur, weil ich damit vielleicht in den Store reinkomme, sondern weil ich immer noch andere Erlebnisse oder Monetarisierungsfunktionalitäten mit abbilden kann, die im Web nicht möglich sind. Das ist ein ganz klarer Vorteil und natürlich, sage ich mal, jemand, der eine App fest installiert hat auf dem Mobiltelefon, diese auch nutzt, also da auch Engagement erfährt, ist natürlich als Kunde viel leichter zu binden. Ansonsten, es geht immer um User Experience, also auch dieses 3D, VR, also ich find es super, wenn ich mit meiner Familie buche, will ich sicherstellen, dass wir nicht nur eine tolle Experience haben, sondern dass es auch kid-proof ist, also ich analysiere alle Bewertungen. Manchmal gehe ich über Google Maps Satellite rein und gucke mir das Ding auch noch von oben an.
gibt eine Firma, die Helikopterflüge über bestimmten Hotels anbietet, dass man da mal gucken kann, wenn ich jetzt noch reingehen kann und ich weiß, die Aufnahme ist vom letzten Monat und ich sehe, hey, das ist wirklich da hier so sauber und clean und neu, dann überzeugt mich das natürlich letztendlich und ich glaube, das ist auch das, was im Prinzip die Nutzer dann treibt, zu sagen, ich buche über diese Plattform, weil dort finde ich alle Möglichkeiten, selbst wenn ich jetzt nicht der Vollanbieter bin. Ja? Also es gibt ja die Fragmentierung, ihr bietet jetzt bei TUI alles an, könnt auch komplett buchen, andere sagen halt, ich biete nur Hotels an und ich biete nur Mietwagen an und nur Flüge an, aber am Schluss bekommen diese Firmen mit ihren Apps auch Business, weil sie eben eine sehr gute Experience und sehr kurze Wege von, sag ich mal, dem Demand zum Supply auch anbieten. Jetzt ist eine der erfolgreichsten Apps in dem Umfeld der Navigator. Ne? Wer hat alles den Deutsche Bahn Navigator installiert? Natürlich unsere ausländischen Freunde nicht unbedingt. Ne? Ich glaube, in Europa seid ihr noch nicht so unterwegs, aber gib uns mal eine Zahl. Also das war jetzt schüchtern hier, ich glaube, die haben die alle installiert. Ne? Gib uns mal eine Zahl, wie viele Downloads ihr habt. DB Navigator App in Deutschland? Also die letzte Zahl, die ich habe, sind 18 Millionen. 18 Millionen, ja. Aber also, um die Diskussion nochmal aufzugreifen, das sind ja nur Zahlen. Ne? Und Zahlen können geduldig sein. Und solange keine bessere Alternative da ist, würde ich mich auf diesen 18 Millionen noch nicht ausruhen wollen. Ja? Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ich wollte mal was sagen. Ganz kurz, heute Morgen, super Experience. Ja. Natürlich mit der Bahn gefahren, aber nicht wegen dir, sondern ne, weil es einfach super passte. Intermodular, also S-Bahn, ICE, S-Bahn. Dann kam der, wer ist der? Schaffner, wie nennt ihr das? Concierge? Zugbegleiter. Der Zugbegleiter. Ich zücke mein Smartphone. Ich hätte jetzt eigentlich normalerweise gedacht, dass ich nach dem QR-Code in der Wallet, die ich im Schloss gezeigt habe, auch die Kreditkarte zeigen muss. Musste ich die letzten Jahre immer. Nee, jetzt habe ich das irgendwie so hingekriegt, dass ich nur noch mein Smartphone zücken muss. Das ist dann so ein Mobile Moment. Ja? Der hat mich jetzt wieder glücklich gemacht. Ja? Ja, also wir arbeiten da ständig an Verbesserungen, ist ja klar. Und das mit der Identifikation haben wir inzwischen tatsächlich in den Griff bekommen. Das ist nicht mehr ganz so dramatisch. Also top, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis übrigens heute. Ja. Und noch was, in Berlin funktioniert das auch ganz gut. Intermodal, weil wir den Verbund mitverkaufen dürfen. Das funktioniert leider nicht überall und dann kommt es halt immer wieder zu Brüchen. Also solche Mobile Moments, ne, die hat man dann in Baden-Württemberg vielleicht nicht unbedingt, weil man da eben im Nahverkehr nicht mit unserer App bezahlen kann. Ja. Erzähl mal ein bisschen was zur Customer Journey, weil da habe ich gesehen, da gingen sofort die Handys hoch und haben Bilder gemacht. Also ihr habt ja wirklich eine Menge Touchpoints, ne? Genau, also die Customer Journey, gut, wir kennen das alle vor, während, nach der Reise. Wir haben natürlich eine hohe Relevanz, wenn es um die Reisebegleitung geht. Ja? Wenn Verspätungen stattfinden, wenn Ersatzverbindungen gesucht werden müssen oder Reservierungen umgebucht werden müssen. Und da sind wir noch nicht sehr gut drin. Aber das hat natürlich eine hohe Relevanz während der Reise, ist ja klar. Vor der Reise geht es ja ums Buchen eher, weniger um die Inspiration leider. Da wollen wir auch gerne externe Relevanzpunkte schaffen, die Leute in die Bahn schaffen. Ich sage das mal so, also unser Vorstand sagt dann immer, mach mir die Röhre voll. Für viele ist das Buchen von Tickets und die Reiseplanung ja noch ein Hindernis und da bräuchten wir eigentlich ein Fließband und genau das ist eben die Journey vor der Reise, was wir mit der App versuchen in den Griff zu kriegen. Während der Reise natürlich stark die Reisebegleitung, die da eine Rolle spielt und nach der Reise kann man dann noch seine Rechnungen, seine gefahrenen Fahrten oder sowas sehen. Aber ja, das ist so eine typische Journey. Aber ihr guckt auch, was man auch jetzt nicht so erwarten würde, ihr guckt auch, was macht eine Lufthansa und ihr sprecht mit denen, ihr guckt, was macht eine Flixbus und ihr sprecht mit denen. Also ihr versucht euch schon auch zu vernetzen mit anderen Systemen, ja, oder mit Carsharing und so weiter, ne? Definitiv. Und auch die Vision, die ich heute so ein Stück weit skizziert habe, die geht genau in die Richtung. Es ist natürlich schwierig, jeder hat da seine eigenen Interessen. Ne? Also mit einem Verbund zu verhandeln über, verkauft ihr unsere Tickets, dann verkaufe ich auch eure und so, das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber ja klar, wir schauen, was passiert im Mobilmarkt, im Mobilitätsmarkt und im Grunde geht es doch darum, Lebensräume zu designen, irgendwie zu schaffen und da eben der Lebensraum Mobilität und da gehören eben alle Modi dazu, egal welche letztlich. Martin, also ihr gebt mir ein Zeichen, wenn ihr was sagen wollt, ne? Ihr seid super relaxed, ne? Ja, ja. Martin, der Homo Mobilis, der ist eigentlich auf seinem Smartphone nur irgendwie am Chatten und am Instagram und am Snapchatten und jetzt ist das dein Thema, du, das verantwortest du bei euch. Gib uns mal so ein Gefühl für, wie geht das ab, wie kommuniziere ich, kann ich schon mit dem
Thomas Cook oder Neckermann Chatbot reden oder sowas. Gibt es da schon Entwicklungen in der Richtung? Ja, wir arbeiten dran, aber eigentlich spannender ist, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut. Wir haben regelmäßig Schülerpraktikanten bei uns, so 14 Jahre alt. Schülerpraktikanten, die sind so 14 Jahre alt und die müssen dann immer bei uns ihr Social-Media-Verhalten vorstellen, was sehr, sehr spannend ist. Und letztens waren wieder zwei Mädels bei uns da, ganz große Fans von Bibi, von Julian Bam und so natürlich. Aber da ist wirklich so, in der ganzen Klassenstufe ist das Hauptnetzwerk Snapchat. Ja, das ist das wichtigste Social Network bei denen. Alle nutzen Snapchat. Dann haben wir auch gefragt, woran liegt das denn? Ja, erstens ist es cool, Bilder, man hat nicht viel Text, die Filter ganz klar. Aber die sagen eben auch, es macht nicht den Speicher des Handys voll. Ja, das ist natürlich klar, nachvollziehbar, für uns vielleicht immer noch so, wir wollen das irgendwie archivieren, auch später vielleicht nochmal drauf zugreifen, aber ehrlich gesagt, wer schaut sich denn so Schnappschüsse noch nach 3 Jahren an? Das machen ja die wenigsten eigentlich. Also, das ist schon nicht ganz so Strom und Akku fressend wie Facebook und WhatsApp und so, das, ne? Auch, ja. Also Snapchat Nummer 1, dann kommt meistens Instagram, YouTube auch natürlich, also das wird sich auch angeschaut, aber Facebook ist komplett raus. Also, aber wie spielt ihr die Kanäle? Also was macht ich weiß, ihr? Das war die Frage, ich wollte trotzdem kurz ausweichen, weil es ganz spannend ist. Wir nutzen sie alle, wir nutzen natürlich auch Facebook, weil das für uns natürlich der Hauptkanal ist, gerade weil der Durchschnittskunde von Neckermann Reisen ist 50 Jahre alt, den würden wir jetzt mit Snapchat erstmal weniger abholen, aber da sind wir natürlich auch drauf. Also wir, gerade bei Neckermann, sind wir von Snapchat bis Facebook überall aktiv. Schauen aber auch ganz genau, wer ist unsere Zielgruppe, was interessiert die und wenn wir nichts zu erzählen haben, wie zum Beispiel bei Snapchat, dann erzählen wir auch nichts. Also bei Snapchat ist wirklich so, wenn wir unterwegs sind, wenn wir auf Reisen sind, dann zeigen wir das live, sind wir das nicht, also gerade jetzt die Mitarbeiter, die das bedienen können, dann wird auch nichts veröffentlicht. Also letztendlich geht es bei uns hauptsächlich um Inspiration und weniger um Abverkauf. Das muss man ganz klar sagen. Das hat bei uns auch ehrlicherweise die Geschäftsführung verstanden, dass das, sage ich mal, der Fokus ist. Nichtsdestotrotz, klar, haben wir auch die Performance jetzt auf Facebook. Aber mein Team oder wir sind hauptsächlich inspirativ unterwegs und versuchen, relevante Inhalte zu produzieren und bereitzustellen. Thorsten, jetzt stelle ich mir deinen Alltag auch so ein bisschen so vor, dass du dir eine Menge Gedanken darüber machst, okay, da sind in den Stores, ich nehme jetzt mal nur die beiden großen, Android, also Google Play und iOS, jeweils 2,5, demnächst fast 3 Millionen Apps drin. Ihr seid eine starke Marke, man findet euch, klar, ne, wenn ich TUI eingebe, dann funktioniert selbst die Suchmaschine im App Store, die ja sehr schlecht ist, aber kannst du aus deinem Team heraus, aus Softwareentwicklung, aus UX-Entwicklung und so weiter, auch dazu beitragen, dass das Finden, die Discoverability, das Onboarding, so diese ganze Customer Journey, wenn ich so eine App erobere und wenn ich sie öfter mal nutze, wie triggert ihr sie? Wie kriegt ihr eine Stickiness hin und so weiter? Sind das Themen, mit denen ihr euch auch befasst? Mit denen befassen wir uns auch und wir gucken dann halt in den gesamten Buchungsprozess, ne? Wo müssen wir genau die Trigger setzen, dass wir auf unsere Apps hinweisen, wie können wir sie dann tatsächlich auch einsetzen. Also da versuchen wir immer wieder mit dem Kunden im Kontakt zu sein, sodass er weiß, welche Vorteile hat er aus der App, er hat seine Reiseunterlagen, seinen Reiseplan dort drin, er kann mit uns Kontakt aufnehmen, all das versuchen wir dort in die Apps mit reinzubringen, damit wir ihn dann auch tatsächlich bedienen können. Aber ich fand eben noch einen Punkt von dir super spannend, das Thema nimmt keinen Speicher weg und das ist, finde ich, auch gerade bei jungen Leuten und alle, die Geräte haben, die ein bisschen weniger Speicher haben, auch immer wieder ein Thema mit den Apps. Warum sollte ich eine App drauflassen, die irgendwie 65 bis 100 Megabyte hat, die eine Funktionalität irgendwie einer Website mit sich bringt? Und die ich im Zweifel nur einmal im Jahr brauche, wenn ich eine Reise genau. buche. Genau, ne? Und das ist dann wieder der spannende Moment. Also wie schaffe ich eine hohe Nutzungsfrequenz und dann kann es eigentlich nur zum Lebensbegleiter irgendwann kommen, dass ich immer wieder diese Impulse setze, benutze unsere App, weil du kannst da drin dann auch unterschiedliche Sachen machen. Das ist für mich als oder aus der Perspektive Reiseveranstalter etwas schwieriger als ein Mobilitätsportal, aber da müssen wir eigentlich hinkommen. Habt ihr denn auch Konzepte, also eure TUI-App heißt TUI-App, klar, aber habt ihr auch Sachen, wo ihr komplett undercover seid, wo ihr eher so das Thema Reise oder Social oder was auch immer abspielt, wo gar nicht Neckermann oder Cook oder TUI draufsteht, sondern wo ihr eben als Lebensbegleiter mit eurer Erfahrung in einer App oder im Mobile Web auftaucht?
Also wir aktuell nicht, also jedenfalls oder nicht. Kennst nicht du Beispiele vielleicht dann, oder kennst du Beispiele gleich? Ja, das ist genau so ein Punkt, also Discoverability und dass man also vielleicht über Web dann auch wieder Engagement auf die Apps schafft. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber da hilft es eben gerade rauszugucken, zu sehen, wie machen das andere Apps. Und auch, ich sag mal, dieses Install, Deinstall ist auch was völlig Normales. Deswegen sehen wir auch weiterhin sehr hohe Downloadraten, weil man natürlich, also ich schmeiße auch mobile.de wieder runter, weil ich jetzt das Auto gekauft habe und dann tue ich es das nächste Mal wieder runterladen, weil ich habe eine gute Erinnerung daran, ist ein gutes Branding da und wenn ich halt ein permanentes Engagement schaffen kann, ist vielleicht nicht bei mobile, aber bei euch, also irgendwas Social, dann habe ich auch jemanden, der das kontinuierlich drauf lässt. Dann habe ich eine höhere Bindung. Kannst du was dazu erzählen, ob ihr welche SDKs ihr eingebaut habt, um zu tracken? Es gibt ja Adjust und keine Tune und keine Ahnung. Also wie hast du ein Dashboard, wo du reinguckst? Wie lange bleiben die Leute? Auf welchen Seiten waren sie und so weiter? Ja, habe ich für alle Systeme, weil wenn, dann möchte ich gerne auf Zahlen gucken, damit ich entsprechende Entscheidungen für die Weiterentwicklung tatsächlich auch treffen kann. Und danach optimiert ihr auch. Genau, weiter, ne? Also wir gucken uns das genau an. Wir sprechen dann immer vom Funnel oder von Click-Through-Rates, also wo geht es von welcher Seite auf die nächsten, wo sind Abbruchraten, wo müssen wir eventuell etwas optimieren. Da mache ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied, ob wir über eine Desktop-Website sprechen oder über eine App sprechen. Willst du noch ein bisschen was erzählen? Da bist du gerade elegant drüber gesprungen. Kannst du dem Auditorium was zu Zahlen erzählen? Hast du da Zahlen oder kannst du jedem versprechen, ich liefere Zahlen hinterher? Also in Deutschland, wie viele Downloads gibt es im Tourismusmarkt und keine Ahnung, solche Geschichten. Hast du da irgendwas oder... Ja, ich hatte dich da jetzt auf dem kalten Fuß. Es gibt so viele Zahlen, also wir haben unendlich Millionen Datenpunkte. Jeden Tag kreieren wir neue Datenpunkte für unsere Kunden. Also ich glaube, grundsätzlich ist zu verstehen die Mechanik. Also ich habe vorhin auch gezeigt, Travel-Apps, es gibt weiterhin Downloads und dann auch wieder vielleicht das Thema mit machen Apps Sinn. Oder kannst du zur Kategorie was sagen? Ihr denkt ja auch in Kategorien. Ihr gebt doch auch die Ranglisten raus und sowas, ne? Genau, richtig. Also wir bilden eben auch Datenpunkte zu den Ranglisten ab. Also man kann bei uns das hängen, habe ich vorhin gesagt, das ist gut, sich zu benchmarken. Wenn ich halt wissen will, wer schafft ein Engagement, dann bieten wir eben diese Marktdaten, da kann ich mich orientieren. Und wenn ich eine Herausforderung habe, kann ich jemanden entdecken, der das gut schafft. Und ich kann mir überlegen, ob ich das eben implementieren will in meinem Produkt, ne? Ob ich die Strategie kopieren will. Aber generell einfach von der Denke her, dass man sagt, okay, es gibt zunächst mal mobile Apps sind nicht tot. Gibt es ja auch ein paar Presseberichte dazu, dass das irgendwie jetzt nicht mehr, also dass man anders agieren müsste, aber es gibt nach wie vor Wachstum im Bereich Downloads und es ist auch ganz natürlich, dass wir auf unserem Device eben vielleicht 35 Apps im Schnitt haben und davon immer wieder mal ein paar runterwerfen, weil ich eben einen Occasional Use habe, ich kann nicht 50, 60, 80 Apps gleichzeitig bedienen, da schmeiße ich auch wieder was runter, aber es geht einfach um Branding, also bin ich nah genug am Kunden dran, hat der Kunde, wenn er mit mir interagiert und das über eine mobile App tut, ein super Erlebnis über eine native App, da ist an der mobilen Website oder auch an Progressive Web Apps, da gibt es verschiedene Ansätze, überhaupt nichts falsch, aber es, sag ich mal, zu der perfekten Customer Experience und zu einer guten Monetarisierung ist es ab und zu, also aktuell immer noch ein Stepstone, sag ich mal. Das heißt, man braucht einen holistischen Blick darauf, ne? Aber mobile Apps sind nach wie vor der beste Kontaktpunkt mit dem Endkunden. So, Sie haben jetzt noch 5 Minuten Zeit, uns Fragen zu stellen. Ne? Wenn nicht, nein, ich bin hinterher nicht beleidigt, keine Angst. Ne? Massimo, lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich weiß, dass WLAN-Zugang in Zügen ist ein Riesenthema für euch, ne? und ihr seid ja nur die Überbringer der schlechten Nachrichten, das sind ja die Netzbetreiber, die euch helfen müssen da, aber ihr habt eine Menge vor, ich weiß, dass ihr überlegt, ob Content an die Fensterscheiben zu beamen oder jeder hat sein Personal Device dabei. Mach mal so ein bisschen Deutsche Bahn 2025, also so, wo geht die Reise hin? Ja. Ich mach mal Deutsche Bahn. Du hast ja auch Content gezeigt und ja, so. Ja. Ne? Ich mach mal Deutsche Bahn 2019. Okay, weil 2019. Also wir machen tatsächlich gerade eine neue Vertriebsplattform. Das ist schon mal ein großes Ding. Wir erneuern die komplette technische Basis, alle Vertriebskanäle im Grunde. Dazu gehört natürlich die App, dazu gehört Web, dazu gehört auch das ICE-Portal, was du eben angesprochen hast. Also der verlängerte Arm als Touchpoint im Zug für die Kunden, wo auch tatsächlich Inspiration stattfinden kann. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben mal probeweise im ICE-Portal einen Shop mit angeboten. Ja, ich war glücklicher Beta-Tester und habe das auf einer Fahrt mal miterlebt und ich fand es toll. Also ich habe gesagt, also wenn ich jetzt, also guck mal, das gefällt mir und man ist ja so in Shopping-Laune. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, ja.
Ich hätte heute 3 Stunden einkaufen können. Ne? Richtig, ja. Und interessanterweise war der Umsatz pro Kopf, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber der war aus meinen Augen gigantisch. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass das so groß wird. Aber das ist es eben. Im Flieger funktioniert das Prinzip ja auch ganz gut. Also man kann da auch Relevanzpunkte schaffen und Content. Was konnte man kaufen? Was konnte man kaufen? Ja gut, das war so das Übliche, was es im Flieger auch gibt. Parfum und Uhren und lauter so ein Kram. Ja. Das Prinzip ist aber sehr, sehr wichtig, weil man einfach, also es gibt andere Beispiele, wo ich einfach über mobile Erfahrungen und viel höheren Warenkorb erziele. Also überhaupt jetzt mal Shopping in der Bahn, aber dann auch, wie es die Experience, zum Beispiel Starbucks, verkauft auch über Mobile Kaffee. Aber der Warenkorb ist 23% höher als bei einem Konsumenten, der so hingeht und was bestellt. Weil ich von mir aus eine kleine Warteschlange habe, vielleicht habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt doch irgendwie was anderes bestellen als den normalen Latte Macchiato und ich habe es noch mit irgendwas noch oben drauf und noch einen Cookie dazu und das hole ich mir dann ab. Bequemlichkeit, Convenience spielt da bestimmt eine Rolle. Und sieh da, 23% mehr Umsatz bei 25% Mobile jetzt bei Starbucks. Das ist ein Haufen Moos, ne? Absolut, ja. Also das sehen wir auch. Nochmal auf 2019 zurückzukommen. Bei der Bahn ist alles immer ein bisschen größer. Also wir müssen ja unsere ganze Flotte erstmal mit IT ausstatten. Ja, das sind irgendwie an die 3000 Züge, die da ausgestattet werden müssen. Das geht halt nicht an einem Wochenende. Da brauchen wir Monate für, bis die im Umlauf wieder in den Werken sind, bis man da das machen kann. Also bitte haben Sie Verständnis. Aber da kommt noch ein bisschen mehr, was die Vertriebsplattformen angeht. Omnichannel ist hier auch schon gefallen. Also auch so eine Zukunftsvision. Ich kann die Inspiration zu Hause am PC meinetwegen, im Browser, mir abholen, in der App bestellen und am Schalter bezahlen zum Beispiel. Also all diese Sachen sollen mit der neuen Plattform dann möglich sein. Und eben, wie ich das eben auch gesagt hatte, wir wollen tatsächlich Lebensbegleiter werden und nicht nur Transporteur. Weil im Moment sind wir nur Transporteur und wenn wir jetzt mal die letzte App, die jetzt auch durch die Presse ging, sehen, wir haben ja einen ganzen Zoo von Apps bei der Bahn. Ja? Also der Streckenagent, das ist eigentlich ein Teil, der müsste im Navigator sein. Genauso wie beispielsweise Bahnhof Live. Das ist auch etwas, was eigentlich auch in unserer OneDB-App sein sollte. Also da wird auch Konsolidierung stattfinden. Also ich hoffe es doch sehr. Das ist übrigens ein spannendes Thema. Da muss ich ja sagen, das war für mich kein Mobile Moment. Ja. Als ihr so vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen habt, wieder alles in die Navigator-App zu packen. Weil jetzt, wenn du da jetzt auf das Hamburger-Menü klickst, da kommen dann so 25 Punkte. Bis unten, glaube ich, Fahrradverleih und sowas. Ne? Das Hamburger-Menü wird es nicht überleben. Okay, aber was spannend ist, ihr packt halt so ähnlich wie WeChat, ja, alles in eine App rein. Die Facebooks dieser Welt machen Unbundling, ja, und sagen irgendwie, du hast den Messenger und du hast irgendwie Pages und du hast Instagram und so weiter. Und die schaffen es natürlich dadurch, den Homescreen. Ich glaube, von den 10 meistgeladenen Apps in Deutschland und weltweit sind 6 von Facebook und 4 von Google. Ja? Würde ich ganz gerne nochmal so in die Runde geben. Also ist das ein Thema für euch, Bundling oder Unbundling? Also macht ihr eher so eine Art Mothership à la Deutsche Bahn oder? Also wir versuchen alles auch in eine App momentan reinzubekommen, weil wir sehen, der Kunde versteht es nicht. Warum sollte es eine Urlaubssuche und einen digitalen Assistenten geben? Warum sollte es vielleicht noch eine dritte App dazu geben? Ne? Also bei den Kontaktpunkten, die wir haben, konzentrieren wir uns eher darauf, eine App tatsächlich dem Kunden anzubieten. Pass auf. Ist bei uns genau das Gleiche. Wir hatten auch 2 Apps und die App, wo man Augmented Inhalte von den Katalogen sich anschauen konnte, haben wir auch in den Travel Guide integriert, weil es einfach mehr Sinn macht. Auch gerade wenn man es vermarktet, dann hat man eben nur eine App, die man vermarktet und nicht 2 Apps. Ich denke, okay, hast Glück gehabt. Ja, 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 ich Visionen. Nein. Visionen. Der Kontext ist, glaube ich, entscheidend. Ne? Und in einem Reisekontext spielt halt eben der Bahnhof eine Rolle. Aber nimm das gerne mit. Ja, Mr. Mobile hat gesagt, da sind zu viele, sag mal, Funktionalitäten, da müssen wir aufräumen. Ja, ist geplant, keine Sorge. Gut. Versprochen, nächstes Mal, wenn wir sitzen, gibt es kein Hamburger-Menü mehr. Alles klar. Ja, gut, ich gucke mal auf die Uhr. Regie, bis 15:45 oder bis voll? Weiß gar nicht. Haben wir bis... 1 Minute warten. Jetzt? Okay. Alles klar. Also dann der letzte Versuch, noch eine Frage zu triggern aus dem Publikum. Aber ich glaube, wir wollen alle schon gehen. Ne? Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich in dieser Runde. Ah, Moment, stopp. Hab ja noch ein Briefing bekommen von Barbara. Wink mal kurz.
Wir sind ja hier vom Verband, Bundesverband der digitalen Wirtschaft, und wir haben unsere nächste Sitzung hier in Berlin am 31. März, die Fokusgruppe Mobile. Da bin ich seit 12 Jahren der Vorsitzende, der jetzt irgendwie einen Geschmack entwickelt hat an dem ganzen Thema Mobile. Kommt zu uns, ein, zwei Mal kann man auch Gast sein. Barbara hat alle Informationen, es liegen irgendwie auch noch Flyer. Und ja, ne? Ich glaube, ihr könnt bestätigen, dass wir eine coole Truppe sind. Ne? Danke, tschüss.